Hallo liebe Bewohner Gotham Cities. Einer von euch schuldet mir einen Haufen Geld. Trete heraus, Mark Boyne. Ich will 250.000 Dollar bis Weihnachten auf meinen Tisch. Wir werden deine Tochter nehmen. Bring uns das Geld bis Weihnachten. Dann lassen wir sie vielleicht am Leben. Scheiße, ich brauche Geld. Du hast mir immer aus der Patsche geholfen. Hallo, Mark Boyne. Warum bist du hier? Ich brauche Geld. Dieses Artefakt habe ich vor kurzem aus einem Museum entwendet. Alle meine Leute verschwanden bei nur einer kleinen Berührung mit dem Teil. Berühre meinem guten Freund Lord Business das Artefakt und berichtet mir, wo ihr seid. Eins, zwei, drei! Ah! Wo sind wir hier gelandet? Entschuldigung, kannst du uns zum Joker bringen? Wir sind von ihm gesendet worden. Der Joker? Pah, der ist seit 15 Jahren tot. Ich glaube, ich verstehe das Ganze hier richtig. Die Leute, die reden jetzt immer noch von der Legende. Aber das hier könnte das Multiversum sein. Also hat uns das Accessoire in dieses Universum hineingeführt? Das könnte zutreffen. Um zurückzugelangen, brauchen wir also dieses besondere Accessoire. Ich habe eurem Gespräch gelauscht. Ich kenne jemanden, der dieses Accessoire vielleicht besitzt. Man nennt mich den Collector. Hier befindet sich, was ihr sucht. Lauft! Halt es fest! Wir müssen es in dem neuen Multiversum bei uns haben. Ach du meine Güte! Wo sind wir denn hier gelandet? Wer bist du und wieso hast du uns geholfen? Mein Name ist Mark Boyne. Ja, genauso wie deiner. Ich habe in die Zukunft sehen können, dass du hierher kommst. Was zur Hölle? Das heißt, du bist ich? Ich hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist. Wie ich sehe, hast du jemanden mitgebracht. Darf ich vorstellen? Lord Business. Der andere war Scarecrow. Ich hoffe, du hast ihn mit deinem Schuss vertrieben. Was ist hier eigentlich los? Naja, ein Außerirdischer namens Sydney ist soeben auf der Erde angekommen und versucht, die ganze Macht an sich zu reißen. Ich habe gehört, dass er gleich eine Rede hält. Meine Damen und Herren, heute spreche ich im Körper dieses Menschen zu euch. Mein Name ist Sydney. Wer ist das dort oben? Die Leute nennen ihn Webdog, der Schusshund von Sydney. Hey, dort vorne ist Scarecrow wieder. Los! Scarecrow, gib uns das Artefakt! Oh, hahaha, suchst du nach dem hier? Das Spiel ist aus! Wache ergreift sie. Ducke! Wir sehen uns in der Hölle. Nein! Wir müssen ihn retten! Ich habe zu viel mit ihm durchgemacht! Ohne das Artefakt können wir das nicht tun!
Schau! Dort! Ist es! Dort ist es! Warte noch! Was? Ich sehe Schreckliches! Wir müssen uns vorbereiten, wenn wir wirklich weiterreisen wollen. Wie bist du eigentlich zu deinen Kräften gekommen? Wie ich zu meinen Kräften gekommen bin, denn ich sollte den berühmten, verunglückten Astronauten Jackdog damals hindern, in die Rakete zur Sonne einzusteigen. Und nach einer Auseinandersetzung schlug mir halt jemand dabei auf den Kopf. Die Überreste des Raketenstaubes sind dabei in meine Lunge. Seitdem habe ich diese Zukunftsvision. Mehr und mehr. Warte, was war das? Komm mit, ich will etwas testen. Es kann sein, dass meine Befürchtungen wahr sind. Los, heb das Auto hoch. Ich soll... Was? Tu es! Alles klar, meine Befürchtungen sind wahr. Das Multiversum hat dich durch deine vielen Reisen gedeformt. Du bist stark geworden. Sehr stark. Unser Training wird nicht mehr nötig sein. Wir werden sofort gehen. Bist du wirklich bereit? Ja, ich bin bereit. Komme, was wolle. 3, 2, 1... Los! Hörst du das auch? Ach du meine Güte, wir haben den Riss geöffnet! Den was? Den Riss. Viele Leute aus Multiversen werden durch so einen Riss in ein neues Universum gezerrt. Du kannst dich also auf Besuch freuen. Wow, so viele Helden! Auf einen Punkt! Und wer seid ihr? Man nennt uns... Die Timekeepers. Dieser Riss bringt allerdings auch immer etwas Negatives mit sich. Wir werden kommen und dich besiegen. Seid ihr bereit für den Kampf? Multiverse Devil, wir kommen. Auf in die Stadt. Mal schauen, wie schnell er in der Stadt ist.